Hallo Menschen, heute kommen mal wieder aus meinem Schlafzimmer die gelesenen Bücher aus dem Dezember mit einem kleinen Nachtrag aus dem November. Und zwar beendete ich nach dem Videodreh so an einem Tag, also wirklich in ein paar Stunden noch, Sungs Laden. Das Buch habe ich inzwischen nicht mehr da, weil ich es schon an meine Mama weiter verschenkte und ich hatte es schon eine Weile auf dem Radar vorher, weil es auf dieser Liste der unabhängigen Buchhandlungen mit drauf war, befürchtete aber die ganze Zeit, dass es mir irgendwie vielleicht etwas zu kitschig oder zu sehr heile Welt sein könnte. Was ist dann schon auch ein bisschen warm, muss ich zugeben. Im Kern geht es um den Grundschüler Min, der für so eine Völkerverständigungswoche in der Grundschule eben ein vietnamesisches Kulturgut mitbringen soll. Und weil er selbst mit dem Land eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat, sein Vater auch nicht mehr wirklich, fragt er eben seine Oma. Und die bringt letztendlich so eine vietnamesische Puppe mit in die Aula und erzählt eigentlich ihre eigene Geschichte, wie sie also ihr Land verließ, aber so als eine Art Märchen für die Kinder dort. Und das schlägt dann totale Wellen und verändert das ganze Viertel. Also es kaufen plötzlich alle nur noch so bei diesem vietnamesischen Laden ein, die tragen alle diese vietnamesischen Hüte und dann verändert sich sogar einiges architektonisch und so weiter. Also wirklich fast jeder wird halt so ein bisschen beeinflusst. Auf mich wirkte das Ganze manchmal so ein bisschen gezwungen lustig. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie die Autorin dachte, als sie das schrieb, aber es wirkt auf mich so, als wolle sie im Leser ein mildes Lächeln hervorrufen, wenn sie zum Beispiel Kinder manchmal beschreibt oder wie sie halt so mit einem Augenzwinkern über Bürokratie erzählt. War alles nicht ganz so meins. Und im Allgemeinen ist dieses Buch eben so eine Ode an die kleinen Läden versus die Supermärkte oder an die Hebammenkunst anstatt die Schulmedizin, dass diese kleinen Dinge doch immer viel, viel herzlicher sind. Also, ja, es ist jetzt nicht mal so, dass ich dem unbedingt widersprechen will, aber es war mir dann etwas zu sehr in diese Richtung. Und allgemein kann ich auch sagen, dass es wirklich nur empfehlenswert ist für Leute, die so ganz locker leichte Unterhaltung wollen, wo am Ende alles gut ist, alle sich lieb haben, alles ist schön und vielleicht auch sogar ein bisschen süßlich, muss ich sagen. Als erstes im Dezember kamen dann Die hellen Tage von Shuja Bank. Dazu gibt es auch eine Einzelrezension. Um es jetzt nochmal kurz zu machen, wir folgen hier eigentlich drei Kindern beim Erwachsenwerden. Und wie immer weist dieses Buch den für Shuja Bank typischen ruhigen, unaufgeregten Erzählstil auf. Das mochte ich sehr, aber im Großen und Ganzen gefiel mir dieses Buch nicht so sehr wie Der Schwimmer derselben Autorin, was ich diesen Sommer las, denn das hat mich auch absolut begeistert. Die Erzählweise ist immer noch sehr schön, aber hier war es mir halt inhaltlich mit diesen Kindern und dann später halt jungen Erwachsenen etwas zu wenig einfach für mich. Dem folgte dann als zweites Am grünen Rand der Welt von Thomas Hardy, ein britischer Klassiker, der dieses Jahr auch verfilmt wurde, beziehungsweise inzwischen ist es schon letztes Jahr. Auch hierzu gibt es eine Einzelrezension, weil das für mich eher ungewöhnliche Lektüre ist, denn im Kern ist das wirklich eine Liebesgeschichte und wir haben hier auch so ein Viereck, also eine Frau, die sich zwischen drei jungen, beziehungsweise mehr oder weniger jungen Männern entscheiden muss. Das Ganze wird halt hauptsächlich so durch die Stimmung und die Zeit etwas eleganter, als man vielleicht heutzutage Liebesgeschichten kennt. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge so Schmachtendes, aber es gefiel mir besser als jetzt, sage ich mal, heutzutage Chick-Lit. Und ich lese auch aktuell vom selben Autor noch Tess. Und hier kommt wirklich das, was ich von anderen Booktubern schon gehört habe, diese Kommentare zur sozialen Klasse. Das finde ich großartig. Tess, also wahrscheinlich noch mehr als dieses. Ich bin noch nicht durch. Aber hier könnt ihr auch in der Einzelrezension mal schauen, was ich da im Einzelnen dazu sage. Als drittes kam dann der erste Gedichtband, nämlich Manchmal höre ich mich schweigen von Yu Sobing. Das muss ich sagen, war eher unbeeindruckend. Ich hatte ja auf der Schriftgut der kleinen Messe in Dresden mal reingelesen und war da jetzt auch nicht begeistert, aber fand, das hat durchaus Potenzial, fand da einiges gut. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zufälligerweise irgendwie immer nur die guten Stellen erwischt habe. Es gibt so einige Sachen, die ich ganz nett finde. Ich lese euch mal kurz eins vor, ist nicht sehr lang. Ich weiß, dass jegliches den Tod bedeutet. Der Abend übersteigt die Mauer. Die Schale hält nicht mehr den roten Glanz. Das Gras erfriert am klaren Licht des Mondes. Papier zerfällt. Das Wort weiß nicht wohin. Das war ganz gut. Aber der Großteil ist halt einfach so, okay, ist halt jetzt da. Und dann sind Tuschezeichnungen drin. Ich schlage es jetzt auf einem zufälligen Zeichen auf. Und so sehen die aus. Hat mir persönlich nichts gegeben. Ich fand auch, die haben nichts dazu beigetragen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, auch die Autorin sieht das nie. Ja, war für mich, ja, habe ich so in einem Rutsch dann durchgelesen und jetzt werde ich es ehrlich gesagt eher langsam bestimmt vergessen. Danach las ich mein Weihnachtsgeschenk, nämlich Ein Frühling in Tschernobyl. Und das war sehr gut. Ich glaube, das ist mein Höhepunkt für den Dezember. Ich werde jetzt auch ein paar Bilder einspielen.
Das hier ist prinzipiell eine so Comic-Dokumentation, in der unser Ich-Erzähler, der eben auch Illustrator ist, also der wirkliche dieser Emmanuel Lepage, erzählt, wie er 2008 Tschernobyl besuchen durfte. Und die Zeichnungen sind großartig. Das macht bei mir bei einem Comic halt wirklich, wirklich viel aus. Ich würde fast sogar sagen, etwas über die Hälfte. Und es sind meistens so gedeckte Sepiatöne mit einigen bunten Ausnahmen. Und vor allem Hintergründe, Gebäude zeichnet der so perfekt, so realistisch. Und ich liebe es von vorne bis hinten. Dieses Buch ist ein absoluter Augenschmaus. Allgemein ist es eben schon so fast realistisch. Das heißt, es sieht nicht so aus, als wären das jetzt Fotos, aber die Proportionen sind normal und wir haben auch viele Details. Und das finde ich ganz, ganz toll. Auch inhaltlich mag ich es, dass es halt keine jetzt Vorurteile oder Verurteilungen gibt, denn das Ganze wird halt wirklich so subjektiv aus seiner Sicht erzählt. Das mochte ich auch schon in Die Rückkehrer, dass es jetzt nicht irgendwie heißt so, ja, die ukrainische Politik, die hat das ja total alles falsch gemacht, sondern dass er da wirklich einfach so rangeht, wie ich habe das so und so erlebt und jetzt durfte ich nochmal hinfahren und dann habe ich die und die Leute kennengelernt und das ist eine ganz tolle Herangehensweise meiner Meinung nach. Dass er halt seine persönlichen Empfindungen und Ängste und Erinnerungen auch an damals, wie er das da so erlebt hat, hier drin vereint. Auch mit dem, was er dann eben jetzt gerade nochmal neu erfährt, als er dann dort vor Ort ist. Und ja, wie gesagt, vor allem von den Zeichnungen her absolut empfehlenswert. Ich weiß, dass es mit knapp 30 Euro ziemlich teuer ist. Ich habe es mir, wie gesagt, auch nur an Weihnachten gewünscht, aber also allein schon dieses Großformat und die Qualität der Zeichnungen machen das wirklich wieder wett. Dem folgte dann der zweite Gedichtband diesen Monats, nämlich Kein Tamtam für diesen Tag von Lydia Daher. Ich mochte es allgemein nicht ganz so sehr wie das erste Lyrikbändchen von ihr, was ich dieses Jahr las, dieses und auch nun gegenüber dem Ganzen dies. Aber es war trotzdem noch sehr, sehr gut. Ich finde, sie hat wirklich interessante Formulierungen, tolle Bilder, die sie findet und zwar immer toll zwischen so alltäglichem und dann wirklich sehr metaphorischem. Ich möchte euch zwei Beispiele vorlesen, was ich damit meine. Zuerst kommt eher so eine Alltagssituation, dass man halt so quasi die Liebe nicht mehr richtig spürt in seiner Beziehung. Und es ist eigentlich ein sehr langes Gedicht, ich lese euch nur den Anfang vor. Immer wieder das Zerstoßen der Luft, der Brücken zwischen uns. Mit Worten, die den Zollbeamten Zweisamkeit im Grunde nicht passieren dürften. Was wir hier machen, ist illegal. Nach dem Sturm, den Böen, der erstickenden Sintflut zieht sich alles hin. Alles geht nicht mehr zurück. Und der Sud von tausend Streitereien, der auf der Fensterbank nach Westen klebt, lässt sich nicht einmal mehr feucht abwischen. Auch nicht mit einem rosa T-Shirt und dem ungewaschenen Haar zum Butterzopf geflochten. Vielleicht noch etwas Tee zum Talg der herbstlichen Tage? Und so geht es weiter. Ein anderes Beispiel möchte ich nur vorlesen, was halt wirklich eher etwas so metaphorisch, sehr, sehr bildhaft ist. Gefällt mir aber auch sehr gut. Im Schlaf zerbrachen die Zähne geräuschvoll. Ich kaute die Füllungen vom Ufer her ab. Ich träumte Proviant für den Schatten des Hades in rot gesäumte Blasen hinein. Und ja, auch das geht noch weiter, aber ich wollte euch nur so einen Eindruck geben. Mir gefiel es sehr gut. Womit ich überhaupt nichts anfangen kann, war die beigelegte CD, in der sie halt 10 Gedichte vorliest, so mit Musik oder teilweise auch so Tönen im Hintergrund. Das fand ich sehr nichtssagend. Ja, Punkt. Also, so sehr sie tolle Gedichte schreibt, so wenig konnte ich mit den Gedichten vorgelesen anfangen. Die waren auch alle wirklich in der gleichen Modulation. Sie sprach immer gleich. Soll wahrscheinlich so sein. Gefiel mir persönlich jetzt nicht so. Und danach beendete ich endlich A Brief History of Seven Killings von Marlon James. Dieses Buch begann ich eigentlich schon als zweites diesen Monat und es zog sich wirklich, wirklich lange hin. Eigentlich las ich es zusammen mit Lotte Kind, die hat aber dann so, soweit ich weiß, ich sag mal so auf halbem Weg dann doch abgebrochen. Ich hatte auch gehörig zu kämpfen und ich bin immer noch hin und her gerissen. Und die letzten Minuten dieses Videos, wie lange auch immer es sind, gehen komplett um dieses Buch. Ich werde keine Einzelrezension mehr dazu drehen, aber ich habe eigentlich noch einiges zu sagen. Das heißt, falls es euch nicht interessiert, danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal und jetzt geht es nur noch um diesen Roman hier. So als eine Art Mittelpunkt dieses Ganzen haben wir den Attentatsversuch auf Bob Marley 1976. Es ist aber keine lineare Erzählweise, sondern wir haben ganz viele verschiedene Perspektiven, also unter anderem auch noch so die CIA, wir haben den Drogenhandel mit drin, vor allem viele Gangs in Jamaika zu dieser Zeit. Und was ich vorher nicht wusste, ist, dass
diese Ich-Perspektiven nicht wie eine normale, sag ich mal, so literarisch aufgearbeitete Ich-Perspektive klingen, sondern dass es teilweise wirklich eher so ein Bewusstseinsstrom ist oder so klingt, als würde einem derjenige das selber erzählen. Aber meistens sind das wirklich eher so seine Gedanken. Das heißt, es ist alles sehr, sehr roh. Es funktioniert insofern wirklich gut, dass wir ein Gefühl für die Menschen bekommen, aber es ist halt tatsächlich schon sehr anstrengend, weil ein Großteil der Protagonisten hier so aus Gangs oder Slums kommen und daher im Slang rede. Es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Buch auf Englisch las mit Slang darin, aber das war definitiv am schwierigsten. Ich möchte euch mal ein etwas krasseres Beispiel quasi geben. Ich kann es nicht mal wirklich aussprechen, ich werde es euch dann auch hier einblenden. Ratted, my girl, you have fain for talk Jamaican. Also es ist halt wirklich krass und selbst der Nicht-Slang, also wenn Leute zum Beispiel, die Journalisten sind, eben ihre Gedanken wiedergeben, sind die trotzdem noch voller Fucks, also das ist am stärksten aufgefallen, oder halt einfach sehr, sehr, ja, unliterarisch, so denkt man eben. Also es ist insofern sehr realistisch, aber ich möchte euch was vorlesen von, wie gesagt, einem, der Journalist ist, und seine Gedanken klingen so. Shit's gotta work. Cut that fucking song loose. God damn it. What the fuck? Keep this shit up and you are gonna move. You are gonna chirp. Or you're gonna, I don't know. I don't fucking know. It's going to make him know and you will end up a fucking murder scene. Chalkline, baby, dig it. Because you woke up with that fucking song shaking its polyester speeding ass in your head. Und so weiter und so fort. So ist das ganze Buch eigentlich, weil wir halt immer in den Köpfen der Menschen sind und natürlich denke ich auch relativ oft mal so scheiße, fuck und so, aber das auf fast 650 Seiten, 680, ist mit der Zeit wirklich anstrengend. Es ist allerdings nicht nur von der Sprache, sondern wirklich auch vom Inhalt her anstrengend. Dieses Buch ist so voller Gewalt, Rassismus, auch einfach allgemeiner Ungerechtigkeit, Frauenverachtung, auch so Gangmentalität. Es gibt zum Beispiel Bam Bam, so einfach ein relativ kleines Gangmitglied, steht jetzt nicht weit oben in der Hierarchie. Und seine Gedanken sind wirklich, also wortwörtlich immer so, I want to fuck, fuck, fuck and I want to kill, kill, kill. Darin dreht sich alles bei ihm. Als er halt eine Waffe bekommt, ich glaube, der ist 14 oder so. Und als der eine Waffe bekommt, sind dann ganz halt so, ja, wenn man eine Waffe hat, dann schauen die Frauen einen total anders an. Und so ist es die ganze Zeit. Also unglaublich aggressiv. Und damit halt wirklich so weit weg von meinem Leben, wie ein Buch nur sein kann. Das macht es natürlich auch sehr interessant, sehr mitreißend, aber es bleibt anstrengend. Also ich konnte die Lektüre wirklich an keiner Stelle genießen. Das muss natürlich auch nicht immer mit Büchern sein. Ich habe es dann auch wirklich als so eine Art Herausforderung gesehen. Es sind vollkommen neue Perspektiven für mich. Und ich habe definitiv sehr, sehr lange dafür gebraucht. Ich musste mich teilweise auch immer mal ein bisschen zwingen, habe viel anderes dazwischen gelesen. Und es war definitiv kein Comfort Read. Man musste sich sehr konzentrieren. Es war inhaltlich schlimm. Und ja, wie gesagt, ich bin immer noch sehr, sehr hin und her gerissen. Was ich halt so toll fand, ist, dass es wirklich großartige Bemerkungen zu Rassismus und teilweise auch so in die feministische Richtung gibt. Ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen. Das erste Beispiel werde ich euch eher erzählen. Es geht darum, dass es hier einen Menschen gibt, der halt sehr, sehr dunkle Haut hat, die wirklich als schwarz bezeichnet werden kann. Und er trifft manchmal Frauen, die so sagen, ach Mann, du hast so tolle Haare, aber dass Gott dich wirklich mit dieser dunklen Haut gestraft hat, das ist wirklich schlimm. Du tust mir so leid, weil deine Hautfarbe mich daran erinnert, dass dein Vater ein Sklave war. Und er antwortet aber so, also ich meine, so wird es halt hier beschrieben, so total schnell und sagt dann so, ach, du tust mir auch leid, deine helle Haut erinnert mich daran, dass deine Urgroßmutter mal vergewaltigt worden ist. Und das kommt halt so schnell und irgendwie auf so eine taffe Art hier raus, das fand ich ganz, ganz toll. Ich habe auch das Gefühl, dass da halt so kein Brimborium drum ist, also dass es nicht wie so eine Weisheit präsentiert wird, sondern so richtig aus dem Leben heraus. Ein weiteres Beispiel dafür geht jetzt mehr so in die feministische Richtung, in der eben eine Frau dann sich so einen weißen Liebhaber ein bisschen sucht und sie sagt dann zu sich selbst, also in Gedanken, Sometimes I have to remind even him that 3 feet north of this vagina is a brain. Still, even an American man don't like when a woman's too smart, especially a third world woman, whom it is his study to educate. Und das ist eine tolle Aussage. Dann gibt es ja auch so eine kleine, der ich jetzt nicht mal unbedingt zustimmen möchte, dass es nur so ist, aber es ist halt so ein tolles, zitierfähiges Stück Literatur und das heißt Women breed baby, but men can only make Frankenstein. Das, ja, klingt toll, irgendwie gefällt mir. Das ist halt auch immer so ein
ein Satz, der so hingeklatscht wird und da steckt manchmal so viel drin. Also dafür liebe ich das Werk, was es mir auch wieder mal so ein bisschen gelernt hat. Ich mag das, wenn Literatur mich herausfordert, aber hier bin ich halt wirklich noch ein bisschen hinterhergerissen. Was auch wirklich gut funktioniert, sind die Beschreibungen des Ortes, des Milieus dort, der Leute und allgemein eher so der Hoffnungslosigkeit, in der die schwelgen, kann man fast schon sagen. Dazu möchte ich euch auch nochmal drei Zitate geben, alle von derselben Seite eigentlich, die alle vom selben Menschen kommen. Nummer 1. Reacher says, there is a God-shaped void in everybody life, but the only thing ghetto people can fill a void with is void. Wie da diese Hoffnungslosigkeit, diese Leere rüberkommt, ist großartig. Zwei Sätze noch. And killing don't need no reason. This is ghetto. Reason is for rich people. We have madness. Und noch ein letztes von ihm, der eine Szene beschreibt, die halt so alltäglich eigentlich dort ist. Und zwar ist er in einem Raum. And I see seven people in one room and one pregnant and people fucking anyway because people so poor that we can't even afford shame. Großartig, wirklich. Es ist eben ein brutales, düsteres, vielstimmiges Werk, wofür ich es wirklich zu schätzen weiß, aber eben auch sehr, sehr aufreibend. Und das erste Drittel, muss ich sagen, hat mich regelrecht genervt. Für mich wurde es dann besser nach dem Attentatsversuch, nachdem er vorbei ist. Es geht dann auch noch weiter. Es ist umspannt, glaube ich, so 30 Jahre ungefähr. Am Anfang diese Gedanken, dieses ständige Töten, Ficken, war wirklich ja, anstrengend. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade. Ich bin, wie gesagt, immer noch unsicher, wie ich genau es einschätzen soll. Ich verstehe, warum es denn meinen Booker-Preis gewonnen hat, auf jeden Fall. Musste mich aber eben einfach auch manchmal zum Lesen zwingen. Die New York Times schrieb, glaube ich, dass diese Sprache dazu hilft, in die Geschichte einzutauchen. Ich muss sagen, bei mir war es nicht so. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt Englisch auch nicht als Muttersprache habe. Mich hat es immer wieder rausgerissen, wo ich mir dachte, mein Gott, wie reden die denn? Ich musste zwar dann später auch nicht mehr wirklich überlegen, was gerade gesagt werden soll, aber es hat definitiv nicht dafür gesorgt, dass ich hineingesaugt wurde. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie es anders hätte gemacht werden kann. Also ich weiß auch nicht, wie man hier eine Übersetzung machen soll. Ich bin gespannt, ob das jemand angeht, denn das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und im Allgemeinen kann man sagen, es ist etwas Besonderes. Es hat den Preis verdient. Und ich würde es aber wirklich nur empfehlen für Leute, die erstens gut Englisch können und zweitens halt wirklich keine schöne, leichte Unterhaltung suchen, sondern ein bisschen eine Herausforderung eher. Und dazu muss ich noch sagen, es hilft, wenn man vorher vielleicht erstmal so 10 Wikipedia-Seiten liest. Also vor allem, wenn man vielleicht so in meinem Alter ist. Ich habe mit Bob Marley überhaupt nichts zu tun. Ich habe nie Reggae-Musik gehört. Von Jamaika weiß ich auch nicht besonders viel. Und auch von der Rastafari-Religion nicht. Also ich habe dann erstmal mich mit Wiki halt so ein bisschen gebildet, damit das auch wirklich klarer wird. Das hilft, auch wenn man so ein bisschen die Sprache noch lernt, den Slang vielleicht, drumherum Rastafari liest. Also ja, ich weiß noch nicht genau, was ich sagen soll. Ich bin auch sehr froh, dass ich halt in Videos keine Sternebewertung oder sowas gebe, denn bei dem Buch bin ich mir so unsicher, was ich sagen soll, wie ich es auf ein was runterbrechen soll. Es ist immer noch ein großes Hin und Her in mir, aber ich bin froh, es durchgelesen zu haben. Es wurde dann auch immer besser für mich. Ja, und in dieser Unentschlossenheit beende ich meinen Dezember-Rückblick. Sehr, sehr viel Unterschiedliches dabei diesmal, von Liebesklassikern bis zu diesem brutalen Dingsbums, was auch oft immer mit Quentin Tarantino verglichen wurde in den Rezensionen. Obwohl es halt von so den Bewertungen jetzt nicht im 10-Punkte-Bereich ist, fand ich es trotzdem einen tollen, interessanten Lesemonat und ich freue mich aufs nächste Jahr, in dem wir jetzt schon mit sind. Ihr dürft mir wieder gerne etwas zu den Büchern schreiben. Ansonsten danke ich euch noch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.